Hey Leute, heute zeigen wir euch 5 Dinge, mit denen die Amerikaner unseren Planeten zerstören. Los geht's! Nummer 5. Verpackungen. Klar, Verpackungen sehen hübsch aus, doch wenn wir Deutschen uns schon darüber aufregen, dass Bio-Gurken nochmal extra in Folie eingepackt werden, können die Amerikaner nur darüber lachen. In Amerika sieht es fast niemand ein, eine Plastiktüte noch einmal zu verwenden und Obst und Gemüse wird grundsätzlich einzeln in Plastikschälchen und Plastikfolie eingepackt. Echt unfassbar, aber kaum ein anderes Land produziert so viel Müll wie die USA. Und die Nummer 4. Abgase. In Los Angeles sterben im Jahr rund 9000 Menschen an Atemwegserkrankungen, verursacht durch den ganzen Smog in der Luft, der zum größten Teil durch Autos und LKWs verursacht wird. Bei fast 4 Millionen Einwohnern gibt es natürlich auch unfassbar viele Autos, von denen viele ältere Modelle sind, die ihre Abgase nicht ausreichend filtern. Kommen wir zu Nummer 3, das Litterbug-Syndrom. Fast 50% aller Amerikaner geben zu, selten nach einem Mülleimer zu suchen und ihren Müll einfach so auf die Straße zu schmeißen. Dabei ist es egal, ob es sich um eine Burger- oder Sandwich-Verpackung oder eine leere Dose bzw. Flasche handelt. Ein Grund dafür ist natürlich, dass es in Amerika kein Pfandsystem wie bei uns in Deutschland gibt. Der ganze Müll, der Tag für Tag entsteht, kann natürlich nicht direkt von Reinigungskräften weggeräumt werden und schadet daher Tieren und Pflanzen. Machen wir weiter mit der Nummer 2 und dem Fleischkonsum. Über 37% der amerikanischen Methanemissionen stammen aus der Landwirtschaft und jedes Jahr werden in den USA 90 Millionen Tonnen fossile Brennstoffe für die Fleischproduktion und den Schlachttransport eingesetzt. Verantwortlich für den hohen Fleischkonsum sind unter anderem die unzähligen Fastfood-Ketten, die den Menschen einreden, dass man am besten täglich Fleisch essen sollte. Anders als in Deutschland setzen sich in den USA die wenigsten Menschen und Unternehmen für Nachhaltigkeit und artgerechte Tierhaltung ein. Und damit sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1. Fischfarmen. Mehr als die Hälfte aller zum Verzehr genutzten Fische und Meeresfrüchte in den USA stammen derzeit nicht aus dem Meer oder aus Flüssen, sondern aus Aufzuchtstationen auf dem Land. Natürlich ist die Situation überall auf der Welt nicht besonders berauschend, aber die USA liegen da schon ziemlich weit vorne. Oder eher hinten. Einige Menschen behaupten zwar, dass so auch der CO2-Ausstoß verringert wird, da ja keine Fischerboote mehr durch die Gegend fahren müssen, aber da man die Fische ja auch irgendwie füttern muss, entsteht durch die Futterlieferungen natürlich wieder neues CO2. Von artgerechter Haltung mal ganz abgesehen. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Hier haben wir jetzt noch ein Video über einen Skandal in der Antarktis für euch, bei dem es 18.000 tote Pinguinküken gab. Zum Anschauen einfach in die Mitte auf das Video klicken. Und damit war es das auch schon wieder für heute. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.